Können wir da die Aufgabe abgeben und können unseren Schrott abgeben? Ich finde das voll praktisch. Ach, ich freue mich voll, dass wir jetzt in dem Spiel gerade mal richtig gut vorankommen. Ich meine, ich habe immer so gedacht, boah, überleben, dann hast du dir wieder was vorgenommen. Ey, Junge, du kannst es dir wieder, ne, kannst es, du musst es wieder übertreiben. Also ich mir selber. Ich glaube, Marcy Long ist nicht... Zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. Okay, ich jammere nicht. Ich wollte nur sagen, dass du vielleicht jammerst, weil dir das hier nicht gefällt. Aber ist okay, wenn du... Pff, voll die Zicke hier, ey. Wo ist mein Hund? Was macht er bei den Power-Rüstungen? Ich hätte übrigens die Power-Rüstung, ich habe vergessen, wo die anderen sind, ne? Ich habe die gar nicht mitgebracht, ein aber egal. Tag brauchen die eh nicht. Hey, komm hier. Alter, der Hund. Kann ich einfach stehen bleiben? So, dankeschön. So, ich, das ist alles mit wieder. La. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Hallo, die Klappe da hinten. So, ich guck mal gerade, ob ich die hier schützen kann, indem ich ihr, also ob sie Sachen anzieht, wenn ich ihr die gebe. Ich hasse nichts mehr als Raider-Drecksäcke. Wenn du welche siehst, leg sie für mich um. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Mal sehen, ob die die anzieht. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Weil dann dürfte sie gerne... Linker Arm, so. Ne, obwohl, ja, hier ist irgendwas... Ich, warte mal, ich gebe ihr jetzt erstmal die Sachen. Dann schaue ich mal, was sie dann anhat und was nicht. Und ob ich die ihr einfach, ne? Wisst ihr. Pass auf. T ist ausrüsten. Was? Ne. Keine Ahnung. Ich nehme das andere mal wieder mit. Das mit den Sternen nehme ich sowieso mal mit. Sehe ich aus, als wollte ich plaudern? Du siehst irgendwie albern aus, aber du bist wenigstens jetzt geschützt. Ich glaube, das ist, wenn wir angegriffen werden von Raidern, ist das gar nicht so schlecht, wenn die geschützt ist. Dann machen wir das nämlich mal so. Ich sammle mal die Kleidung und sowas und dann bringe ich denen das mal. Ich könnte denen jetzt auch super tolle Waffen geben, aber Waffen möchte ich ihnen nicht geben, weil ich weiß nicht genau, ob das so ist, dass ich denen dann auch wirklich Munition geben muss. Also, die kann weg. Die kann weg. Das würde ich gerne behalten. Kann weg. Ach, kann eigentlich auch weg. Laserpistole kann weg. Doppelläufige Schrotflinte kann weg. Kampfflinte lasse ich mal, obwohl die macht halt mehr. Obwohl die macht mehr Schaden. Kann weg. Scharfschützengewehr nimmt 308er auch. 164 Schaden. 58 Schaden. Ich, ja gut, dann, 25% mehr Schaden. Ich, komm, mach die weg. Mollys. Kronkorkmine brauchen wir nicht, so. Da, von der ganzen Rüstung, das brauche ich halt, ach, der Sauberanzug, Mist. Nein, jetzt habe ich das verschlagen. Scheiße! Was war das? Verschlagen ist? Mist! Warum kann der mir nicht sagen, dass ich die Sachen anhab und dass er es mir dann nicht wegnimmt? Was ist das so doof? Erstmal die gute Kleidung hier. Warte mal, habe ich auch. Sauberer schwarzer Anzug. Und jetzt hier verdingst war das irgendwie. Irgendwas mit V war das. Verschlagen, genau. Äh,
Haben wir hier noch irgendwas, was wir wegmachen können? Obwohl 170 geht eigentlich, ne? Wir haben ein bisschen was zu essen dabei. Klappt, glaube ich, schon. Glaube ich, ja, kann man mit leben. Speichern, beziehungsweise wir dürfen nicht vergessen, die Kleidung auch anzulegen, die ich gerade clevererweise ausgezogen habe. So, automatisches Speichern. Und wir speichern nochmal richtig, denn ich will jetzt mal den einen Skill mal jetzt hier machen. Den einen Perk, und zwar wäre das in diesem Fall das, was ich freigeschaltet habe, und zwar den Räter. Als Anführer, an der sich jeder wendet, kannst du zwischen deinen Werkstattsiedlungen Versorgungsrouten einrichten. Das würde ich gern tun. Genau. Jetzt könnte ich doch eigentlich einen von den Siedlern hier nehmen. Nehmen wir mal... da hinten läuft er. Ich versuche mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen. Hier läuft es richtig gut, was? Aber ich bin nicht allein dafür verantwortlich. Nee, warte mal. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Nee. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Ach nee, hier Kuhversorgungsroute. Warum kann ich das mit ihm nicht? Er kann das nicht. Er ist zu schlecht dazu, oder wie? Toll. Habe ich das jetzt freigeschaltet und kann damit gar nichts anfangen? Der kann auch nicht Versorgungsroute. Warum kann er nicht Versorgungsroute? Wieso für... Hä? Wieso klappt denn das nicht? Die kann auch nicht Versorgungsroute. Weil das keine normalen Siedler sind, weil die Namen haben? Gibt es denn hier keinen normalen, arschigen Siedler in meiner... Wie viele Leute haben wir denn? Sechs? Nee. Ich habe, glaube ich, alle sechs Leute gerade gesehen. Nee, schade. Dann kann ich das hier nicht machen. Aber dann können wir das später mal mit dem Verkäufer machen, auf jeden Fall. Das ist ja schon mal viel wert, wenn wir dann dieses Verkäuferding haben. Ja? Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Nee, darum ging es aber gar nicht. Aber ich habe die Ghule erledigt, die in der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Ich habe die Ghule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Ghule Sorgen machen müssen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Abgeschlossen, Ghule-Problem bei der Oberland Station. Super, hast du denn noch was für mich irgendwie? Keine Ahnung, eine Quest oder so? Möchte noch jemand gerettet werden? Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Upala, falsche Taste. Ich denke darüber nach und sag dir dann... Wie du meinst. Ich habe gehört, dass eine... Sie sind hier. Ich hoffe, du kannst ihnen helfen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie sich wieder auf die Minutemen verlassen können. Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Kind. Ich weiß, das ist albern, aber ich brauche einen Stuhl. Einen, der besser zu meinen alten Knochen ist. Besorgst du mir einen? Klar, ich helfe gern. Danke. Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Bau Mama Murphys Stuhl in Sanctuary. ja gut. Wo finde ich den? Spezial. Okay. Bau diesen Sessel für Mama Murphy. Wo möchte sie ihn denn haben? Möchtest du den draußen haben? Aber wenn es regnet, ist es doof für sie. Willst du den hier drinnen haben? Ich weiß nicht. Die setzen sich tatsächlich hin. Das finde ich voll geil. Wo will sie den denn haben? Will sie den hier so haben? Komm, wir bauen ihn hier, dann ist das einfach ihr Bett. Weiß ich nicht, wo die schläft. Wir können ihn hier umstellen. Cool, das gibt einfach 86 XP. Hä? Was ist? Mama Murphy. Du brauchst das dritte Auge. Es sagt mir, dass Mentats uns den richtigen Rausch für einen weiteren Blick in dein Schicksal bescheren werden. Hier, bitte. Ah, hervorragend. Ich spüre, wie das dritte Auge sich öffnet. Du suchst nach einem Mann. Er kann dir helfen, aber er wird nicht der Mann sein, den du erwartest. Er ist an einem tiefen und finsteren Ort, umgeben von Menschen mit grausamen Absichten. Aber es gibt... ein Echo.
etwas in der Vergangenheit, das dir helfen kann. Wenn du den fetten Mann und die wütende Frau triffst, sag ihnen, denkt an den Steinbruch und Lily June on the Rocks. Dann lassen sie dich und deinen Freund passieren. Mach dir wegen mir keine Sorgen, Kind. Die Camps spielen gerade ein wenig verrückt. Ich werd schon wieder. Früher oder später. Okay. Okay, Preston Garvey hat das nicht gefahren und Cotsworth auch nicht. Ehrlich gesagt ist mir das aber gerade so ein bisschen scheißegal, weil die beiden werde ich eh nicht als Begleiter mitnehmen. Cotsworth vielleicht, weil ich meine, ich den mal irgendwann. Ich weiß nicht, ob die Begleiter wie in Fallout New Vegas eine eigene Quest haben. Gibt immer so, da gab es immer, jeder Charakter hat eine eigene Questreihe, deshalb hatte man jeden Charakter mal dabei, also ich zumindest. Und ich glaube aber nicht, dass es hier so ist. Beziehungsweise, ich glaube, es gibt irgendwie so einen Detektiv oder sowas, den würde ich gerne mitnehmen. Und vielleicht so einen Supermutanten, den habe ich auch gesehen, gibt es glaube ich auch als Begleiter. Vielleicht sind die ein bisschen stärker als der Hund, vielleicht würde ich die dann mal für eine Weile eintauschen. Aber Cotsworth und Preston, ich weiß nicht, was mit denen ist, wenn die sauer auf mich sind, drehen sie mich dann mit dem Arsch nicht mehr an oder was, wie er gerade. Schauen mich nur noch mit dem Arsch an. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ist mir eigentlich wurscht. Es gab 86 XP und ich habe jetzt das hier, was ich eigentlich wollte. Und zwar den Perk, den ich wollte. Und zwar den mit dem Redner. Dann kann ich jetzt hier mal ein paar Verkaufsstände bauen. Wo baue ich denn die hin? Wir brauchen eine eigene. Ich würde gerne einen eigenen Verkaufsstand irgendwie haben oder was? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt die ganzen baue, soll ich da so ein Haus für benutzen, aber das wäre eigentlich zu schade, wenn ich da wirklich eine. Obwohl das natürlich sich anbieten würde hier irgendwo. Ich meine, so viele Häuser brauche ich eh nicht. Obwohl natürlich ein Eigenheim wäre natürlich, aber das wollte ich glaube ich da hinten bauen oder hier. Obwohl das eigentlich mein Haus ist. Ich brauche eigentlich kein neues Haus. Ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Haus. Welches Haus war nochmal meins? Das hier, ne? Bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Haus, deshalb, ich weiß nicht, ich würde es gerne behalten irgendwie, es würde mir also jetzt gar nichts bringen, wenn ich jetzt, ne, ihr wisst, ein neues Haus mir baue. Die sehen eh nicht so schön aus, wie ich das möchte. Wir können jetzt Lattenzäune bauen und sowas, ne, wir haben ja jetzt hier irgendwie, Moment, da muss ich mal kurz gucken, wir haben ja ein paar, Dinger gefunden, ich wusste nicht, dass man dann mehr bauen kann. Ich schau gerade, was das sein könnte. Möbel sind das ja nicht, ne? Nee. Oder was könnte denn das sein? Strukturen, Holz, Metall, Türen, Zäune. Schrottzaun, Lattenzaun. Das kann ich jetzt bauen. Es ist natürlich, das ist schon geil, dass man das dann kann. Puh. Drahtzaun, okay. Okay, wir machen jetzt trotzdem mal die Verkäufersache. Wo war das? Hier doch, Läden. Verkäuferrüstung, Waffen, Gastronomie, Klinik, Kleidung. Das sind viele. Generiert ein von der Gesamtbevölkerung abhängiges Einkommen, macht Siedlungen zufriedener. Benötigter Rang, lokaler Anführer 2. Währung? 300 Kronkorken. Oh, dafür brauchen wir jetzt die Kronkorken. Wollen wir da... Komm, weiß ich nicht. Machen wir einfach hier so ein... Wenn ich aufstehe, sage ich mir, du musst einfach nur den Tag überstehen. Du hast einiges erlebt, Mann. Schlimme Dinge. Falsche Taste. Speichern. Ich wollte es speichern. Lass mich mal speichern jetzt hier. Dankeschön. Wo wollen wir das bauen? Sag Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ja, das wird schon wieder, Kumpel. Ich überlege gerade, wollen wir das einfach hier vorne hinbauen? Okay. Danke, Sturges. Danke, dass du nachgefragt hast. Mhm. Ich bin nicht Sturges. Er verwechselt mich. Irgendwo müsste ich auch noch Pflanzen bauen. Ich überlege gerade, ob ich das hier vorbauen soll. Damit ich nicht so weit laufen muss. Wenn ich was kaufen will oder verkaufen will. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz sinnig, oder? Pass mal auf, wir bauen das mal. Wenn nicht, kann ich es ja, glaube ich, immer umstellen. So, wenn ich das überhaupt hinstellen darf. Nein, natürlich nicht. Ich könnte das hier auf den Weg stellen. Wieso? Die Dinger da, ne? Wie heißt das denn? Die kann ich natürlich auch machen. Nö, wir bauen es hier hin. Hier ist doch auch ganz geil. Okay, hier passt das, glaube ich, hin. Wir machen das mal ein bisschen, damit die hinten an den Laden rankommen.
So, 100 Kronkorken. Also, wir haben ja diesen Verkäufer. Ich baue das jetzt einmal. Entweder es klappt oder es klappt nicht. So, das, ach, das wäre ein größerer Verkäufer gewesen. Handelsplatz. Wir machen die kleinen Ausführungen. Ich weiß nämlich nicht, was der Unterschied ist. Oder wir lassen das erstmal. Ich schaue jetzt erstmal. Es gibt nämlich hier keinen Verkäufer. Okay, da könntet ihr überall hin, aber das will ich ja gar nicht. Räumen wir hier gerade auf. Was ist das denn? Wagenheber. Ja, ja, genau, weg. So, ah, okay. Der verkauft mir jetzt hier ein paar Dinge, oder wie? Was kannst du heute anbieten? Ah, okay, geil. Munition kann er mir anbieten. Und 200 Kronkorken hat er. Material Beton, aber kein Blei dabei. Ah, Menno. Blei ist übrigens selten, habe ich gesehen. Die Munition, lohnt sich das überhaupt? Der Verkäufer, jetzt bin ich fast daran überlegen, ob ich es bereue oder ob ich es nicht bereue. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. 30er Munition ist schon geil, aber weiß ich nicht. Kann man ihnen jetzt irgendwie was verkaufen? Wir könnten ihm halt natürlich, jetzt können wir natürlich ihm den Schrott verkaufen, aber er hat jetzt halt auch nicht so viel. Ich habe jetzt natürlich auch nicht so viel, kann ich denn... Aber dann können wir das wenigstens mal so ein bisschen. Wir machen das jetzt mal so. Handel bestätigen. Okay. Der nimmt natürlich auch nur die einen Sachen dann an. Alles. Und kann ich eigentlich einen Laden machen und Sturges die ganzen Läden jeweils zuweisen und ich, weiß nicht, ich lasse ihn einmal so rumreisen. Das wäre natürlich auch lustig. So, warte mal, Rüstung. Achso, der würde dann nicht alles nehmen. Der nimmt dann nur Schrott, ne? Der nimmt Rüstung, der nimmt Waffen, der nimmt Gastronomie, der Klinik und Kleidung. Boah, das wäre natürlich... Boah, die Kronkorken. Und die wäre es mir dann echt schade. Fände ich. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass sie so viel kosten. Und lohnt es sich dann vielleicht dann doch eher den zu machen? Weil er dann mehr dabei hat? Ich glaube, wir lassen das doch erstmal. Ich glaube, ich sammle erstmal ein paar Kronkorken. So wichtig ist mir das... Ah, es war mir doch wichtig. Eigentlich war es mir wichtig, aber im Moment ist es jetzt unnötig. So, okay, pass auf. Dann machen wir Folgendes. Und zwar gehen wir jetzt Karte. Gehen wir jetzt und gucken uns so ein bisschen um. Was haben wir denn... Was ist das denn jetzt? Ach du Gott. Große Gott. Nein, nein, nein. Ruft sie eine Waffen? Nee. Nee, das ist so weit weg. Ist auch so weit weg für die Freiheit, die Wilde. Ja, ich glaube, wir machen mal Folgendes. Wir schauen uns mal so ein bisschen wieder um in der Gegend hier. Und zwar